Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator auf der Wasel Map. Wir müssen hier unser erstes Feld das zweite Mal bestellen. Und wir werden hier jetzt mal Soja pflanzen. Soja haben wir nämlich nichts mehr im Lager. Und gibt einen recht guten Ertrag. Darum bietet sich das einfach an. Ich muss sagen, dass bisher das Let's Play sehr gut bei euch angekommen ist. Das freut mich ungemein. Ich hoffe, das bleibt so. Und ich hoffe, dass es auch an der Qualität liegt. Und nicht nur einfach so, weil euch langweilig ist. Ich probiere natürlich, gute Videos zu machen. Und freue mich über jede Rückmeldung, die ihr mir gebt. So. Hier muss ich einmal eine Querfurche ziehen. Weil sonst hängen wir da die ganze Zeit in den Bäumen. Darauf habe ich keinen Bock. Wirklich nicht. Habe auch die Rückmeldung bekommen, dass ziemlich... ja, dass einige Interesse an der Map haben. Oder die auch jetzt zocken. Freut mich auch. Ist ja cool. Ich meine, ich habe zwar nichts mit der Map an sich zu tun. Freut mich aber, wenn ich andere dafür auch begeistern kann. So. Und dann müssen wir uns nachher auch gleich wieder drauf und dran machen, dass wir... Ich glaube, ich wollte eigentlich noch düngen hier. Habe ich das jetzt wirklich vergessen? Ich habe gerade links den Düngestreuer gesehen, deshalb ist mir eingefallen. Müssen uns gleich auch dran machen, die anderen Felder abzuernten. Beziehungsweise demnächst. Weil die sind auch schon in der ersten Erntereife. Das heißt, da dauert es auch nicht mehr lange. Und mit der Sämaschine hier geht es ja alles auch recht flott. Meine Lieblingssämaschine. Einfach, glaube ich, durch die Größe. Ich glaube, einen anderen Grund hat es gar nicht. Aber die ist eben so riesig. Und damit kannst du die großen Felder selbst relativ schnell bepflanzen. Das ist dann schon ein satter Vorteil. Vor allem jetzt muss ich sagen, wenn ihr mal draußen rumschaut, ihr seht relativ viele Landwirte, die auch jetzt gerade wieder genau in dieser Zeit sind, dass sie ihre Felder bestellen. So, und jetzt sind wir nämlich schon fertig. Ah, hier. Das haben wir auch schon abgeerntet. Ich war schon so lange nicht mehr auf der Map. Ich muss ehrlich sein.
Da ich immer relativ viel vorproduziere, ich wusste gar nicht, dass ich hier schon abgeerntet hatte. Das war mir völlig entfallen. Gut. Dann holen wir uns mal den hier, genau. Oder Moment, wir wollten eigentlich... Oder habe ich das schon gemacht? Ich wollte eigentlich die Ballenmaschine mir mieten. Oder habe ich die schon irgendwo rumstehen? Ich weiß es gar nicht. Gemietet habe ich sie, glaube ich, noch nicht. Hier gibt es einen Ballenwagen. Aber wo steht denn der? Ich habe keine Ahnung, wo mein Ballenwagen steht. Hier. Ah, da steht er. Okay, das ist ja auch schon mal gut. Machen wir gerade hier bei den Schafen sauber, wenn wir schon da sind. Weil wir könnten am besten mit den Strohballen halt arbeiten. Und da ist noch voll. Dann fahren wir mal kurz zur Mühle. Holen den Ballenwagen. Dann noch mieten wir uns eine Ballenpresse. Und dann pressen wir ein paar Ballen. Würde ich sagen. War ich jetzt in die richtige Richtung? Ich hoffe es mal. Wir müssen irgendwie durch das Dorf durch und dann kommt... Dann kommt die Mühle. Schauen wir mal. Bleib stehen! Ah. Immer die suizidalen Menschen hier. Hä? Wo bin ich denn? Ah, hier können wir rein. Ha! Wäre fast dran vorbeigefahren. So, da ist der Ballenwagen. Gut, dann nehmen wir den gleich mal mit. Ja, die ganzen Äste im Gesicht. Jetzt soll ich auch noch meine Eier einsammeln? Hi, Danai.
Hier geradeaus passt. Ich habe keine Ahnung, wo die Hühner... Ah doch, die sind zu Hause. An unserem Hof sind die Hühner. So, dann holen wir uns jetzt auf jeden Fall mal einen Ball. Einen Ballenwagen holen. Nein, Quatsch. Wir fahren jetzt mal... Moment. Ich möchte mal kurz die Hilfe anmachen. Weil ich glaube, wir geben den hier zurück. Wir verkaufen den hier. Weil bei dem müssen wir selber aufladen. Das mag ich ja nicht so ganz. Oh, ei, bisschen zu schnell. Und dann holen wir uns einen vom Road Train Pack. Einen Anhänger, den mieten wir uns auch jetzt erstmal. Weil den können wir dann, da gibt es eine Autoload-Funktion, dass wir automatisch die Ballen aufladen können. Das ist doch wesentlich angenehmer. So. Dann müssen wir den mal verticken hier. Ich bin zu dick. Ah, hier kann ich jetzt 10.000 kriegen. Moment, wir müssen noch das Zeug mieten. Unser Sachbearbeiter ist hoffentlich recht schnell. Ballentechnik. Mieten. Okay. Gut. Ah, da kann man sogar durchgehen, habe ich gar nicht gesehen. Wäre natürlich schneller gewesen. So, dann holen wir jetzt den Ballenwagen. Fangen wir an, das Feld zu beballen. $102.000 kostet der. Ist aber eigentlich immer eine Investition wert. Weil so ein Ballenwagen haut schon was weg. Ja, hier. Wenn das Schiffchen hupt, dann hupen wir mal zurück. Wir werden eventuell ein kleines Zeitproblem kriegen. Weil die anderen drei Felder werden alle zeitgleich ungefähr fertig. Ist ein bisschen schwierig dann. Aber jetzt schauen wir mal. Vor allem, wie weit wir auch jetzt in dieser Folge kommen. Mit dem Ballenpressen. Ich gebe ja ordentlich Gas. 70 mit dem Traktor. Geile Sache. Und ich denke, da werden einige Ballen.
werden dabei rauskommen. Gut. Machen wir das Ding mal an. X zum Aufklappen. V, um das Ding abzulegen und B, um anzumachen. Und ich würde sagen, ich presse hier mal ungefähr 100 Ballen. Und dann sehen wir uns später wieder. Bis gleich. Die Ballen sind soweit alle gepresst. Das heißt, wir sind hier erstmal fertig. Ich muss jetzt noch schauen. Na, welche Taste war es? Z war es. Damit er alle voll raushaut. Muss jetzt gerade mal schauen, was wir da auf den anderen Feldern angepflanzt haben. Raps, Raps, Raps. Okay. Das heißt, die Ballenmaschine brauchen wir nicht mehr. Die können wir zurückgeben. Oh, der Helikopter fliegt wieder her. Ganz schön aktiv durch die Gegend. Ballenmaschine können wir zurückgeben. Und wir können uns einen Ballenwagen mieten. Ich werde, glaube ich, auf dem Rückweg auch den Düngestreuer mitnehmen, weil wir müssen ja das Feld auch wieder düngen. Ich habe es eigentlich immer so gemacht, ich habe das Feld abgeerntet, gedüngt, dann mit einer Pflanzmaschine, Sämaschine mit Dünger bedüngt und dann muss man nur noch einmal düngen. Das ist eigentlich immer das Beste gewesen. Deshalb werden wir auf dem Rückweg zum Ballen abholen oder aufladen. Auf jeden Fall hier den Düngestreuer auch an den Truck hier dran pappen. Kann ja vorne noch was anhängen. Ich hoffe mal, ich muss... Na doch, ich werde ihn wahrscheinlich nochmal befüllen müssen. Bleib auf der Straße. So, aber hat ja ganz gut geklappt. Ich glaube, das sind schon so 60... Nein. 40 Ballen könnten es vielleicht schon sein. Schauen wir einfach mal. Wir holen uns jetzt... Nein! Ach nee! Jetzt ist das Feld blockiert. Warum macht denn der schon so früh zu? Oh, da habe ich wieder voll reingelangt, Alter. Müssen wir bis morgen warten. Immer ein bisschen ärgerlich. Weil da geht uns natürlich... Oh, scheiße! Hey, halt, stopp! Stopp! Wir müssen den Unfall doch aufnehmen. Ist irgendwas kaputt? Hör auf zu hupen, sonst schaue ich dich. Hey! Hey, das ist Fahrerflucht! Der ist einfach so abgehauen. Ich habe ihm die Vorfahrt genommen. Ja, natürlich. Also meine Versicherung hätte auch gezahlt, aber... Naja, jetzt ist er weg. Dann machen wir uns auch schnell weg. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.